Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Heute erzähle ich euch von meinem Schub von Würzburg nach Bernau, nach Bayern. In der Sendung hier habe ich euch ja schon erzählt, wie ich da in Würzburg festgenommen worden bin und wie die festgestellt haben, dass Haftbefehle draußen sind. Dann haben sie mir das auch eröffnet und gesehen, dass ich halt immer noch auf dem Zug auch bin, weil die hatten mich ja gerade festgenommen, wo ich auf Flucht war. Und der Entzug war halt, ja, geht so, ich war halt schon ziemlich weit runter dosiert, aber er war da. Also haben sie nochmal gefragt, ob ich Aussage machen möchte, das habe ich verneint. Dann haben sie mich nach Würzburg in die JVA gebracht. Eigentlich war damals ein Neubau, war gar nicht schlecht. Man hat ein Radio auf der Zelle gehabt, wo man Musik hören hat können. Strom, das war für mich ganz neu. Ich kannte nur Stadelheim, den Südbau, den Westbau und den Ostbau und den Nordbau auch. Und nirgendwo war da Strom auf der Zelle in dem Maße wie dort, rund um die Uhr. Im Westbau und im Nordbau, im Südbau und Nordbau in Stadelheim. Was rede ich denn? Ich habe gerade mediziniert, deswegen kann es ein bisschen wirr im Kopf sein. Da, Süden, Ost, West, Ost-Westbau, die haben Strom gehabt, Nord-Süd nicht. So, heute glaube ich hat auch der Südbau Strom, soweit ich weiß, in Stadelheim. Aber egal, ich war ja in Würzburg. Wir haben dort auf der Krankenstation, habe ich da erstmal noch einen anderen Giftler, der war gerade mit seinem Zug fertig kennengelernt. Netter Kerle, der hat mir kurz erklärt, wie es läuft da. Dann ein Alkoholiker, der ganz frisch da war, der hat erstmal seine Medikamente nicht nehmen wollen. Das ist so Distras, das ist ein Alkoholersatz, der halt den Entzug vom Alkohol, den körperlichen Entzug vom Alkohol unterdrückt, genau. Aber wenn das dann raus ist, kannst du das absetzen, wenn man es nicht zu lange nimmt, dann ist man davon auch nicht körperlich abhängig. Also wunderschöne Sache für einen Alkoholiker, um von seiner Substanz runterzukommen. Ist jetzt nicht so wie bei Heroinabhängigen, die halt Codein bekommen. Das kannst du irgendwie nicht ganz vergleichen. Also Codein abzusetzen ist halt schon heftiger als wie diese Distras. Ich habe die auch nur einmal genommen, in Stadelheim habe ich ausprobiert und ich war so stockbesoffen von zwei Stück, dass ich nicht mitgekriegt habe, wie die Beamten aufgesperrt haben, Essen reingestellt haben, wieder gegangen sind und mein Beifahrer, also der mit mir auf Zelle war, gegessen hat, sich Musik angehört und in der sich oben gelegen ist, der war nur stinkesauer, dass ich so breit bin. Von zwei Stück, weil ich halt den Alkohol überhaupt nicht vertrage. Also andere Geschichte. So, also ich war halt dort und fand es echt cool, wie das da läuft. Und dann sind wir da, ja, nach einer Woche war ich halt dann schon auch im Hofgang und dann bin ich total irritiert gewesen, dass da in einigen Fenstern Frauen sitzen. Das war ich halt überhaupt nicht gewohnt. Und dann habe ich immer beim Hofgang, also als die anderen Hofgang hatten und ich rausschauen habe können, haben wir ein bisschen aufgepasst und dann dachte ich, ich sehe nicht recht, da gibt es eine Frauenabteilung, die ist gleich mit den Männern, also die sind wirklich nah zusammen, die können sich ständig sehen. Das ist halt schon, eine ganz andere Art, wenn man dauernd wegsperrt ist. Und bei mir kam gerade die Libido zurück, weil der Entzug vorbei war. Da ist es natürlich schon krass, wenn du überall Frauen sehen kannst. Aber das war für mich nicht lange relevant, weil von dort musste ich wieder auf Schub gehen. Nach Nürnberg erst einmal. Also in Würzburg, dann in der Kleiderkammer, also da wo man sich umzieht und so weiter, habe ich meine Sachen wieder gekriegt, da war mein Geldbeutel dabei. Und da schaue ich rein, da waren ein paar Valium drin, ein paar Rohypnol und noch ein paar andere Tabletten. Die hat er mir nicht weggenommen, die habe ich einfach rausgenommen. Das Kleingeld habe ich drin gelassen, zugemacht, hinten geschaut, ja, das Kleingeld ist drin und habe es dann abgegeben. Und dann war es so, dass der Beamte mich in einem anderen mit reingesteckt hat, in der Zelle. Das war halt dann die Schubzelle, da musste man dann noch einen Tag lang drin warten, bis zum nächsten Tag in der Früh. mit dem habe ich mich recht gut verstanden auf Anhieb. Hey, wir haben halt echt Spaß gehabt da in der Zelle, wir haben total viel gelacht und war spaßig. Mit dem habe ich mich bis nach Nürnberg gut verstanden, der war in Nürnberg auch noch da.
Da hat er mal seinen selbstgebauten Tauchsieder erst einmal geschenkt. Das waren zwei so vom Gleiterhaken, also es ist jetzt groß, aber vom Gleiterhaken so ein Haken, zwei Stück nebeneinander und da mit einem Plastik verbunden. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Genie, das war richtig top. Mit dem hast du richtig schnell Wasser heiß machen können. Jetzt war es auch ein recht heißer Sommer. Und gerade als ich mir das Wasser aufkochen wollte, da in Nürnberg, in dieser schäbigen, ranzigen, dreckigen, stinkenden Abteilung, also die war wirklich ekelhaft, da wenn du aus dem ebenerdigen Erdgeschoss, wenn du aus dem Fenster rausschaust, siehst du draußen die Mäuse laufen und die Ratten laufen. Damals war es halt so, weil ich muss auch sagen, die Gefangenen sind, ich weiß auch nicht, was mit den Leuten immer los ist. Die haben irgendwie einen Schuss nicht gehört und müssen halt immer ihre Umwelt total verdrecken und versauen und einsiffen, weil sie sich einbilden, damit den Staat zu schaden oder so. Also ich weiß nicht, sie rächen sich anscheinend in ihrem Kopf. Oh, ich hab mich gerecht, ich hab's dreckig gemacht. Hey, das ist doch meine Umwelt und deine Umwelt. Das ist unser aller Umwelt. Warum versauen wir denn die? Ihr Vollpfosten, hey. Ja gut, da in der Schubabteilung ist alles Mögliche. Da sind die gesitteten Menschen dabei, da sind ein bisschen assige Menschen dabei, da sind Gebildete und Ungebildete, das sind alles Mögliche. Wie ist halt auf der Welt überall, es ist ein guter Querschnitt. Aber trotzdem ist es einfach, ich kapiere es nicht, wieso man immer so assi sein muss. Hä? So reduziert auf das Nötigste. Ich bring alle um, was nicht, ist alles meins, Schweine, Mörder. Nee, geht normal, ich hab Scheiße gebaut, also bin erwischt worden. Ich weiß, was auf mich zukommt, sitze unter den Scheiß und fertig. Oder ich gehe auf Therapie und fertig. In meinem Fall war ich zu dem Zeitpunkt so drauf, dass ich halt absitzen wollte erstmal. Oder erst einmal schauen, was überhaupt los ist. Ich wusste, 3 Jahre waren da und die Bewährungswiderrufe und die Revision, wo ich von den 3 wieder runter bin auf die 2, also waren es 2x2 und ein paar Bewährungswiderrufe, insgesamt 5. Aber 5 Jahre, hey, dachte ich mal, das war schon ganz schön krass. Und mit 2/3 vielleicht oder so weiter. Und so ein Geschiss wollte ich auch nicht machen. Also war immer klar, wenn ich aufhören will mit den Drogen, probiere ich es noch einmal mit der Therapie. Sobald ich in Bernau bin oder so. Da muss man mal schauen. Ja, und dann habe ich noch einen kennengelernt. Weiß leider nicht mehr, wie der hieß. Der hatte AIDS. In einem Anfangsstadium, also der war noch nicht in dem Endstadium. Und der hat Methadon gekriegt. Ich habe es halt nicht glauben können. Ich hab gesagt, Alter, wieso kriegst denn du Methadon hier in Nürnberg? Ich sagte, ja, ich komme aus NRW. Ich weiß auch nicht mehr genau, aus welchem Gefängnis genau. Aber meine Straftat, die war in Bayern und deswegen haben die Bayern beantragt, dass ich dort absitzen muss. Und in NRW kriegst du halt deine Drogen. Da kriegst du dein Methadon, wenn du das haben möchtest. Da kommt morgens der Hausarbeiter mit seinem Wägelchen und dann kriegst du da dein Methadon und dann fertig. Da brauchst du keinen Entzug haben. Ja, Alter, aber wir fahren jetzt noch Bernau. Weißt schon, was das heißt? Sagt, ja, das interessiert mich nicht. Mein Anwalt klärt das schon. Ja, da hat er da halt so sein Methadon bekommen. Und als wir von Nürnberg nach München gefahren sind, habe ich mich von dem einen verabschiedet, mit dem ich da in Würzburg mich angefreundet hatte, weil der ist woanders hingekommen, wegen Autodiebstahl ist der da gewesen, den haben sie halt erwischt, der hat auf Bestellung Autos gestohlen. Und ja, der war halt dann weg, mit dem wir noch lange Briefkontakt gehabt, dass wir uns irgendwie aus die Augen verloren haben. Ich weiß nicht mal warum, wieso, ist schon so lange her. Auf alle Fälle war es halt auch so, dass ich mit dem anderen da gefahren bin und dann in Stadelheim waren wir da. Und ja, abends kommt er das Essen, ganz normal, das Trinken und so, und dann geht die Klappe zu. Und dann sagt er, hey, ich glaube, die haben mich vergessen. Sag ich, Alter, die haben dich nicht vergessen. Die scheißen nur auf dich. Sag ich, wie? Nochmal? Warte mal ganz kurz. Na, guck mal her. Darf ich vorstellen? Nein, das ist immer drin. Meine Katze. Meine Katze. So, Vorsicht, das ist ein Kabel. Vorsicht, das ist ein Kabel-Muffin. Ich habe bestimmt einen Ton wegmachen müssen, das war die Muffin. Ja? So, also.
Wo war ich nicht stehen geblieben? Na, Fien, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Ah ja, München und ich glaube, die haben mich vergessen. Und sagen, Alter, die haben dich nicht vergessen. Ja, Glocke raus. Dann hörst du schon Schlüssel, Schepper, 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 Schepper. Und so das Gemecker, das Bayerische, was will er denn, das Arschloch? Klapp, klopf, Kostklapp, ja, und? Da braucht man einen Hund. Und neben dem Hause. Und was gibt's? Wann war der? Ja, ich glaube, sie haben mich vergessen. Ich muss noch mal die Medizin kriegen. Ja, nein, die Ärzte, die haben heute schon Feierabend, die sind nicht da. Heute gibt's nichts mehr. Können Sie ja morgen früh nochmal fragen. Buff, Klappe zu. Dann dachte ich mir, Alter, wenn es einen Notfall gibt, dann gibt es auch einen Arztnotfall. Dann sagt er, ja, ist mir egal, ich hab's halt. Ich bin gut hochdosiert, das dauert, bis ich was merke. Frühestens in der Woche habe ich einen Entzug. Dann sage ich, bist du das sicher? Bei mir war das letzte Mal so nach 3 Tagen schon unausstehlich. Da war das schon so heftig, dass ich nicht mehr gewusst habe, wer ich bin. Deswegen bin ich wieder umgestiegen, weil das wollte ich nicht all durchmachen. Und der, nö, passt schon. Voll der Held. Ja, nächsten Tag in der Früh. Er gleich hier, ich möchte einen Arzt sprechen, ich brauche mal Medizin. Dann haben sie ihn halt den ganzen Tag so ein bisschen so hinausgetröstet und nach dem Mittagessen geht er die Tür auf und er denkt, ah ja, jetzt kriege ich es. Und dann sagen sie, ja, und jetzt zusammenpacken, auf geht's, wir fahren. Wir sind halt auf Schub gegangen zum nächsten Station, nach Bernau. Ja, in Bernau angekommen. Ja, die Fahrt über war halt nichts Besonderes, ist nicht viel passiert, dort darfst du halt im Schubbus darf man nicht rauchen. Weil jedes Mal, wenn du ein Gefängnis betrittst oder verlässt als Gefangener, wirst du erst einmal gefilzt. Auch beim Verlassen wirst du gefilzt, damit die anderen, wenn die dich beim Eingang filzen, wenn die irgendwas finden, jetzt sagen, hey, was waren denn das für Schwachmaten bei dem Knast. Deswegen sind die alle ultra genau. Bayern ist ultra krass genau. Die durchsuchen dich, filzen dich. Gerade mal dieses Arschbacken auseinander und sowas muss man nur einmal über sich gehen lassen. Es sei denn, man wird beim Schmuggeln erwischt, dann hast du halt jedes Mal die Gummifinger. Ja, aber in dem Fall bei mir halt nicht. Ich war halt so anständiger Kerle oder ich habe mich nicht erwischen lassen. Zumindest mit dem Schubbus darfst du auch nicht rauchen und trotzdem sind da Fenster drin mit Gitter nach draußen. Natürlich rauchen da viele. Und mir ist einmal passiert, ich schmeiße meine Zigarette oben beim Ding raus und Nachbarzelle fährt oben durch die Dachluke wieder rein mit dem Schoß. Boah, waren die sauer. Ich habe echt Glück gehabt, die haben entschuldigt und so. Ich habe gesagt, das erste Mal und sowas kommt nicht mehr vor und bla. Natürlich habe ich es auch nie wieder gemacht. Weil das machst du nicht, um einen anderen zu ärgern, sondern weil du nicht rauchen willst und dir das nicht vorschreiben lassen willst, wann du eine raus, weil du bist da ja nicht freiwillig. Diesen Gedankengang habe ich irgendwann einmal dann auch bleiben lassen, weil es einfach Blödsinn ist. Es lebt sehr einfach, wenn man sich da anpasst und wenn man aufhört mit Widerstand und so. Und ich habe dann aufgehört mit dem Widerstand und habe bloß geschaut, dass ich da gut durchrutsche. In Bernau angekommen war es halt dann so, dass der andere auch endlich zu seinem Arzt hat dürfen und der hat dann zu ihm gesagt, Drogen kriegen Sie bei mir keine. Wenn Sie Drogen möchten, dann gehen Sie in den Hofgang und besorgen sich welche. Da ist die Tür. Wiederschauen. Der hat den einfach auf Null gesetzt. Das ist halt eine Hausnummer, die hätte ich mir auf alle Fälle auch nicht gefallen lassen. Bei Methadon auf gar keinen Fall. Also die ganze Zeit kriegst du das, du bist schön eingestellt, kriegst es auch eine lange Zeit. Da war ja schon ein paar Jahre drin. Das war irgendwie so, weiß ich nicht, Computerbetrug oder was der gemacht hat. Keine Ahnung. Der hat sich da nicht so genau geäußert. Aber irgendeine Beschaffungskriminalität war es schon. Und der war auch richtig krass drauf, war arme Sau, der hat AIDS gehabt, nur noch ein paar Jahre zu leben und dann macht dieses Arschloch eben das auch nochmal zur Hölle, dass er eingesperrt wird, weißt du? Und zwar in Bayern, obwohl er aus einem anderen Knast kommt. Hätten sie ihn da gelassen, dort seine Strafe absetzen, dann hätte er es auch mit seinem Methadon absetzen können, bis er vielleicht kurz vor Ende nochmal ein Jahr raus hätte dürfen. Peach hat er geheißen, jetzt weiß ich es wieder, der Peach war das. Ja, das war echt ein Zirkus hier. Die haben wirklich leid getan, die arme Sau. Und was ich mitgekriegt habe, sind schon einige Gefangene hier schon auch cool drauf und die haben den halt ein bisschen mit Heroin, soweit ich weiß. Der musste das nicht bis zum Ende aushalten. Es ist halt so, dass in Bernau das mehrere Häuser gibt.
Ich war erst im Haus 1 beim Reinkommen und ich erzähle euch dann in der nächsten Sendung von den anderen Häusern. Peace out.